mein Gott, Freunde, schaut euch das mal an. Wir sind hier mit der Vitamin-Armee am Start. Und Vitamine sagt, springt alle. Wow, Alter, die sind mega cool am Springen. Denn das ist heute das Vitamine sagt. Wir werden eine Runde spielen. Und wenn du gerne auch das nächste Mal dabei sein möchtest, komm einfach in mein Discord, denn das sind alles Leute aus meinem Discord. Und hier haben wir echt mega coole Leute, zum Beispiel Zitrone. Hallo Zitrone. Oder zum Beispiel ganz, ganz viele andere coole Leute. Zum Beispiel Tommy, Ara, Vitamine Sohn, Mia oder zum Beispiel Rex. Wir haben hier mega, mega coole Leute. Aber Leute, was die nicht wissen, dass sie natürlich nachher gleich gekickt werden. Denn wer meine Regeln nicht befolgt, ist raus. Und das nehme ich ernst. Also würde ich sagen, Leute, folgt mir erstmal. Und Leute, wer mir jetzt folgt, der wird natürlich sofort gekickt. Denn wir spielen eine Regel. Vitamine sagt bedeutet, die Leute dürfen nur dann das machen, wenn ich auch Vitamine sagt sage. Also wenn ich jetzt sage, pinkel die Blume an, dann zählt das nicht. Denn davor muss ich sagen, Vitamine sagt. Aber im Ernst, wer pinkelt bitte die Blume an? Also Leute, ich würde sagen, hey, kommt doch mal auf die andere Straßenseite, oder? Freunde, wer traut sich auf die andere Straßenseite. Na los, will nicht einer? Ich meine, ich kann auch einen kostenlosen Hotdog geben. Okay, ich muss die Leute irgendwie ein bisschen locken. Freunde, wer jetzt sich rüber traut, der bekommt Adminrechte. Okay, die sind echt hartnäckig. Oh Mann, aber ich würde sagen, dafür habe ich ja einiges vorbereitet. Denn ich habe hier zum Beispiel ein Portal hinplatziert. Ich würde sagen, hey Vitamine, sag, kommt mal alle zu mir hoch auf die Polizeistation. Okay, da kommen sie alle. Oh mein Gott, wie viele Leute. Oh mein Gott, also kommt alle gerne mal hier hoch. Vitamine sagt, habe ich ja gesagt. Also alle hier hoch, noch nicht durchs Portal. Nein, 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 Leute. Und wir versammeln uns hier. Wir müssen es schaffen, dass wirklich am Ende nur noch einer übrig bleibt. Okay, Vitamine sagt, jetzt geht alle durchs Portal. Wir kommen jetzt auf eine andere Insel. Aber was ihr natürlich hier seht, ist ein riesiges Labyrinth. Und Vitamine sagt, bleibt da vorne stehen. Denn das sind echt Schlawiner. Aber hier gibt es einen Apfel. Und ich werde gleich die Anweisung geben, dass sie den Apfel suchen sollen. Und wer als letztes den Apfel findet, der ist auf jeden Fall raus. So, Freunde. Vitamine sagt, kommt alle ruhig mal vor dem Labyrinth und stellt euch ruhig mal hier hin. Ja, genau, alle so, aber noch nicht reingehen. Und Vitamine sagt, ihr müsst jetzt einen roten Apfel im Labyrinth finden. Let's go! Und da rennen sie. Oh mein Gott. Leute, ich bin mal gespannt, wer als erste den Apfel finden wird. Denn das ist ein cooles Labyrinth. Und ja, da ist auf jeden Fall schon mal jemand ganz, ganz weit vorne. Und er ist ganz, ganz nah dran. Und ich glaube, der Erste hat den Apfel gefunden. Wow. Okay, jetzt müssen wir halt nur schauen, wer wird es als Letztes schaffen. Oh mein Gott. Und hier ist jemand wirklich ganz, ganz weit hinten. Los, beeil dich. Oh mein Gott, Leute, was sollen wir machen? Aber hey, warte mal. Hey, warte mal, hier haben welche das Labyrinth geschafft. Ey, aber das ist nicht der Apfel. Ihr müsst wieder rein. Oh, oh, Leute. Ihr habt nicht den Apfel gefunden. Vitamine sagt, ihr müsst den Apfel finden. Also, Leute, ich bin mal gespannt. Ich gebe den Leuten jetzt noch eine Minute. Und wer ihn nicht findet, der wird auf jeden Fall jetzt gleich vom Server gekickt. Und hier kämpfen gerade noch zwei. Ihr seid sehr, sehr nah dran. Und yeah. Oh, warte mal. Hey, du im Weißen. Ich gebe dir einen Tipp. Ja, genau. Du solltest lieber da reingehen. Ja, hier bist du richtig. Okay, jetzt haben wirklich alle es gefunden. Bis auf Gamer und Lena. Das bedeutet, ihr habt verloren. Vitamine sagt, kommt mal beide her. Seid wenigstens ehrenhafte Verlierer. Kommt, kommt. Ey, warte mal. Hey, da will jemand schummeln. Aber nicht mit mir. Den habe ich jetzt erstmal rausgekickt. Okay, wer nicht hören kann, muss leiden. Hey, du musst jetzt raus hier. Tschüss, bis dann zum nächsten Mal. Okay, Freunde, ihr seid also die glücklichen Gewinner und zwei sind auf jeden Fall ausgeschieden. Deswegen würde ich sagen, Leute, gehen wir direkt ins nächste Spiel. Denn, Leute, ich habe hier eine riesige Hide-and-Seek-Map. Aber, Leute, jetzt geht es auf jeden Fall richtig zur Sache. Tippen wir mal alle Leute zu mir. Und hey, Vitamine sagt, nicht abhauen, alle hier bleiben. Und nachher haben wir noch ein mega, mega cooles, episches Schwert-Battle. Vitamine sagt, ihr müsst euch jetzt verstecken und die ersten zwei oder drei, die ich finde, werden auf jeden Fall dann gekickt vom Server. Vitamine sagt, ich verstecke mich so lange hier am Stein. Ihr könnt euch wirklich verstecken. Ich gucke auch nicht. Aha, okay, da rennen wir lang, da rennen wir lang. Nein, natürlich machen wir das nicht, Leute. Und in der Zeit würde es mich echt dolle freuen, wenn ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lässt und natürlich kostenlos abonniert, um mehr solch coole Action mit euch als Community zu machen, weil das macht echt mega Spaß, mit meinen Fans, mit euch zusammen zu spielen. Okay, ab
Aber ich würde sagen, wir warten jetzt mal kurz. 7 hours later. So, Leute, auf jeden Fall ist jetzt einige Zeit vergangen. Und jetzt würde ich sagen, suchen wir mal die Leute. Aber wo werden die sich wohl versteckt haben? Denn diese Map hat es echt in sich. Man kann hier auf Dächern klettern, man kann hier in Häusern hineingehen oder zum Beispiel sich einfach hier in Kartons verstecken. Aber ich werde auf jeden Fall schon den einen oder anderen finden, hoffentlich. Aber so einfach wird es nun auch nicht. Okay. Hier zum Beispiel haben wir eine offene Tür. Gucken wir mal hier rein. Hat sich vielleicht hier oben jemand versteckt? Ich meine, man kann hier hochklettern, aber nee. Hinter den Kisten hat sich tatsächlich keiner versteckt. Oh Mann, ey, ich will eure OP-Verstecke echt mal wissen. Warte mal, hier ist eine Leiter. Vielleicht können wir ja von oben jemanden sehen. Jetzt bin ich auf den Dächern. Ist hier vielleicht irgendjemand ver... Warte mal, Alter, wo seid ihr? Habt ihr so eine guten Verstecke oder was? Naja, okay. Ich werde auf jeden Fall mal weitersuchen. Denn die ersten drei, die ich finde, Freunde, werden leider rausgekickt. Und hier in der Höhle ist tatsächlich jemand. Hey! Vitamine sagt, komm mal mit raus. Vitamine sagt, dich habe ich auf jeden Fall gefunden. Und Alter, du hast sogar so ein Aberorg-T-Shirt. Mega cool. Allerdings tut es mir leid, dass ich dich kicken muss. Oh Mann. Trotzdem hat er ein echt mega gutes Versteck gehabt. Ich werde auf jeden Fall mal weitersuchen, Leute. Denn ich meine, das war nicht der einzige, den ich gefunden habe. Eins von drei habe ich schon gefunden. Und manche höre ich jetzt schon tief durchatmen, dass ich schon jemanden gefunden habe und nicht ihn. Okay. Wo könnte sich der Nächste versteckt haben? Ich könnte auch durch die Map fliegen. Aber Leute, das wäre echt noobhaft. Und hey, wie habe ich denn da gefunden? Ciao, Link ist the best. Ja, okay, ciao. Denn ich sage jetzt wirklich zu dir ciao. Aber hey, komm mal mit raus. Vitamine sagt, komm auf jeden Fall mal mit raus. Und schaut euch mal dieses coole Outfit an. Ich finde es mega cool. Freunde, schreibt jetzt mal in die Kommentare, wie ihr dieses Outfit findet. Bewertet es mal von einer Skala von 1 bis 10. Also 1 ist natürlich mega schlecht und 10 ist mega gut. Also ich gebe dir auf jeden Fall eine 7 von 10. Allerdings tut es mir leid, dass ich dich kicken muss. Wir müssen noch einen finden. Aber wo wird sich der Letzte denn versteckt haben? Ich meine, hier geht es auch auf ein Dach. Okay, wir schauen mal. Wenn sich jetzt hier jemand versteckt hat, dann bist du auf jeden Fall gleich raus. Aber natürlich nicht. Okay, okay, okay. Warte mal, hier geht es auch noch rein. Hat sich jemand vielleicht hier drinnen versteckt? Oh, auch nicht. Ey, ich hätte gerade gedacht in diesen Häusern, weil die Häuser sind doch echt mega beliebt eigentlich. Hier bei den Kartons ist auch niemand. Und ist jemand vielleicht in der stinkenden Mülltonne? Nee, auch nicht. Ich war da drinnen. Also ich muss ja echt mal sagen, Leute, die Vitamin-Army versteckt sich mega gut hier. Denn es gibt echt krasse Verstecke und niemand hat die benutzt. Zum Beispiel das hier oben, wo ich gerade drinnen bin. Oder hier auf dem Wolken. Kratzer. Und selbst wenn ich hier komplett rauszoome, ich sehe absolut niemanden. Vielleicht könnt ihr jemanden sehen. Wenn ja, dann schreibt jetzt direkt in die Kommentare, denn ich verzweifle langsam. Hier hinten vielleicht in der Ecke. Ich meine, man kann ja auch hier hochgehen. Aber hier muss doch irgendwo jemand sein. Ich meine, so viele Versteckmöglichkeiten gibt es doch nicht. Und da haben wir den Letzten gefunden. Hey, Vitamine sagt, möchtest du dich zu mir drehen? Und er sagt, och, Menno. Ja, es tut mir auch sehr leid. Aber auf jeden Fall hast du das nächste Mal auch die Chance, wieder mitzuspielen. Und da muss ich dich leider auch kicken. Aber ganz egal. Vitamine sagt... Oder warte mal. Nee, ich habe eine bessere Idee. Hey, kommt mal alle in die Mitte. Oh Mann, ich bin mal gespannt. Wer jetzt in die Mitte kommt, der wird auf jeden Fall gekickt. So ein kleiner Schwul. Hey Leute, wollt ihr nicht alle jetzt wieder in die Mitte kommen? Hallo? Wo seid ihr? Fällt wohl keiner rein. Okay, Vitamine sagt, kommt alle in die Mitte. Und schaut mal, die kommen wirklich alle wieder aus eure Verstecke raus. Hier sind schon drei Leute. Da kommt noch jemand. Da hinten war ich doch auch. Alter, wie viele leben denn hier noch? Ey, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Okay, wir haben jetzt tatsächlich hier noch 7 Leute, die leben. Und wir machen jetzt mal eine andere Challenge. Und zwar werde ich jetzt einen kicken. Und das ist eine Schreib-Challenge. Vitamine sagt, macht mal eine Linie. Also, Vitamine sagt, ihr schreibt jetzt alle in den Chat, welche Farbe hat mein Pullover? Oh Mann, okay, Leute, ich bin mal gespannt. Lila, lila, lila. Oh Mann, ja, das ist eigentlich normalerweise richtig, aber nicht bei diesem T-Shirt. Ich meine, das ist ein bisschen heller, das ist nicht lila. Warte mal, der Erste hat recht, es ist nämlich pink. Okay, warte mal, wir müssen jetzt nur warten, bis der Letzte pink reingeschrieben hat und der Letzte, der das reingeschrieben hat, wird gekickt. Und das ist Vitamino. Hey, mein kleiner Vitamine-Sohn, komm mal mit nach vorne. Und das war jetzt
ein echt böser Troll. Denn normalerweise, seht ihr ja, es ist normalerweise lila. Aber ich habe diesmal das pinke T-Shirt an. Und hey, Vitamine-Sohn, du bist jetzt ab sofort verhaftet. Und auf jeden Fall für immer auf anderem Server. Bis bald. Oh mein Gott, wie lustig war das denn? Aber ihr habt es echt bis jetzt gut gemeistert. Vitamine sagt, stellt euch alle in einer Reihe vor diesem Obby hier. Und jetzt bin ich auf jeden Fall mega, mega gespannt. Ich würde sagen, hey, will nicht jemand schon mal das Obby anfangen? Los, beginnt mit dem Obby. Oh Mann, ey, die sind echt verdammt gut. Vitamine sagt, spring. Oh Mann, ey, okay. Die sind echt hart zu knacken. Aber jetzt werde ich auch was mega krasses machen. Und zwar die letzten zwei, die es nicht schaffen, bis an die Spitze zu kommen beim Obby, die werden auf jeden Fall rausfliegen. Ich würde sagen, in 3 Sekunden beginnt ihr mit dem Obby. 3, 2, 1, los geht's. Oh mein Gott, ihr habt natürlich so viele Versuche, wie ihr braucht. Und da springen sie alle. Oh mein Gott, fallen auch natürlich wieder runter. Und wenn ihr stirbt, dann könnt ihr direkt wieder hinrennen. Und Zitrone ist gestorben. Aber wenn sich Zitrone beeilt, dann kann er natürlich immer noch gewinnen. Und Craftmax ist hier mega am Start und braucht jetzt nur noch den Turm hochrennen. Wird er es schaffen, als erster den Platz zu erreichen? Und yeah! Herzlichen Glückwunsch! Und ihr schreibt alle liken. Ganz genau. Jetzt spiele ich eine Challenge für euch. Vitamine sagt, liked alle dieses Video. Und wir schauen mal nach unten und hier kämpfen sogar immer noch welche. Denkt dran, Vitamine sagt, nur 2 werden rausgekickt. Das bedeutet, ihr habt noch so, so viel Zeit. Und warte mal, was macht denn Noob hier? Alter, hallo? Naja, egal. Hat es denn noch jemand geschafft? Und wow, es hat sogar jemand Zweites geschafft. Allerdings sehe ich die Namen nicht mehr. Aber das werden wir schon nachher ändern. Hey, warte mal, ist das Obby so schwer? Auf jeden Fall haben die hier echt dolle zu kämpfen, Leute. Okay, ich hätte echt gedacht, dass es leichter ist für euch. Denn in der Vitamin-Army sind doch nur Pros. Ach, und übrigens, wenn jetzt jemand von dem Gewinnerpodest runterspringt, dann hat er natürlich auch verloren. Also muss es neu machen. Okay, wir sind mal hinter ihm und zwar schaut euch den weltbesten Jump-Profi an, Vitamine. So schwer ist es nun auch nicht. So, immer Stück für Stück und bam. Hey, Freunde, eigentlich will ich nicht bis morgen hier noch sitzen. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass dieses Obby hier so schwer ist für die Leute. Okay, da hat der Nächste es geschafft und jetzt wird es Rex schaffen und wow, Alter, die haben beide an der gleichen Stelle verkackt. Hey Leute, ich sehe schon, selbst der Regenbogen anfangen überfordert die Leute. Und wird es Arablut dieses Mal schaffen und? Natürlich nicht. Hey, was ist denn los mit euch? Ich glaube, wir sollten uns vielleicht was anderes ausdenken. Ich glaube, das überfordert die Leute. Jetzt hat Rex es auf jeden Fall geschafft, aber er muss nur diesen riesigen Baum hier erklimmen, was aber eigentlich gar kein Problem sein sollte, weil du musst wirklich nur noch einmal komplett hier rumspringen. Das schafft sogar ein Vitamine, schau mal. Warte mal, er ist wirklich fast noch runtergeflogen. In dem letzten Parcours, also im letzten Sprung, hat er es fast nicht geschafft. Und da ist er. Und der Nächste ist der Tim, der es gleich auch geschafft hat. Warte mal, der ist wieder runtergefallen. Hey Tim, ich glaube an dich, komm schon. Und wird es Tim schaffen? Yeah, herzlichen Glückwunsch. Es sind jetzt nur noch 3 im Start. Nur noch einer kann weiterkommen. Und wird es direkt Mia sein? Mia springt ganz, ganz langsam. Block für Block und beide sind gestorben. Aber wir kommen jetzt zu Taxilor? Cooler Name, aber den konnte ich echt nicht aussprechen. Übrigens, Freunde, gibt es hier ein OP-Schwert, was ich niemandem zeigen werde. Okay, ihr wisst es jetzt, wo es ist. Aber das ist das einzige Schwert, was es einmal auf dem Server gibt und das besitze ich jetzt. Und damit werde ich den Letzten heute umschnetzeln. Das sage ich euch. Jetzt ist der Letzte beim Baum. Das könnte jetzt die Entscheidung sein. Wenn er es bis nach ganz oben schafft, dann muss ich mich leider von mir und Arablu verabschieden. Und schafft er es und yeah! Das bedeutet leider Vitamin sagt mir und Arablu, kommt mal bitte her. Es tut mir vom Herzen leid. Aber Regeln sind Regeln, Leute. Und du musst leider auch gehen. Oh mein Gott, jetzt sind wir 2 Leute weniger. Vitamine sagt, ihr seid die Gewinner. Und ich werde euch jetzt mal alle umschnetzeln. So, jetzt ist Ruhe hier. Und na, warte mal, du rennst mir nicht davon. Hey, komm her. Okay, Freunde, jetzt sehe ich alle wieder normal. Und Vitamine sagt, folgt mir alle zum Brookhaven Dinner. Freunde, ich zeige auf jeden Fall jetzt euch mal allen hier meinen Zocker. Raum. Schaut euch den mal an, den habe ich selber entwickelt. Und der Vitamine-Sack-Gewinner kann ja gerne seinen eigenen Raum hier bekommen. Hm, was haltet ihr davon, wenn wir immer so Räume und Häuser verlosen? Denn dann könnt ihr auf meinem eigenen Server euer eigenes Haus haben oder euren eigenen Raum. Und das hier ist mein Raum. Ja, okay, hier ist Schreck und ein paar Sachen. Okay, aber wir gehen weiter, denn wir kommen zum Letzten oder wir kommen eigentlich zum Finale. Und wenn ihr noch coole Spielideen habt, dann schreibt die jetzt mal gerne in die Kommentare. Vitamine sagt, kommt alle mal hier vor dem Ring. Oder neben den Ring.
Ring. Und Vitamine sagt, jeder nimmt sich ein Schwert. Und Vitamine sagt, Tim und Zitrone, ihr kommt als erstes mal hier rein. Zitrone, stell dich bitte hier hin. Und, oder Tim, Tim? Vitamine sagt, Tim, komm mal mit. Ja, ich meine dich. Komm ruhig mal mit. So, und ihr werdet jetzt gegeneinander kämpfen. Vitamine sagt, ihr kämpft jetzt in 3, 2, 1 und los auf ein episches Battle. Und, wow, Alter, Tim, du hast ihn übel schnell umgeschnetzelt. Da muss ich leider Zitrone kicken. Es tut mir mega, mega leid. Und die Nächsten, die kämpfen werden... Alter, was soll denn das jetzt? Aber Vitamine sagt, Tim, geh mal raus. Als Nächstes kämpfen Rex gegen Craftmax. Vitamine sagt, stellt euch gegenseitig auf. Ja, genau. Und dann noch Rex auf die andere Seite. Vitamine sagt, kämpft in 3, 2, 1, let's go, kämpfen! Und, Alter, Rex hat ja gar nicht mitgemacht. Tja, Pech gehabt. Okay, guten Flug dann auf einen anderen Server. Okay, wer hat natürlich noch nicht gekämpft? Hey, Craftmax, du darfst erstmal rausgehen. Jetzt kämpft auf jeden Fall Taylor oder Taxilor gegen Tim. Und ich hoffe, Tim verliert, weil der hat mich vorhin schon zweimal umgeschnetzelt. Hey! Okay, Alter, Tim, du siehst echt stressig, oder was? Aber Vitamine sagt, kämpft gegeneinander in 3, 2, 1 und let's go, kämpft gegeneinander. Oh Mann, ist das ein schwieriger und harter Kampf und... Warte mal, Tim, der hat schon wieder gewonnen. Okay, tut mir leid, den Nächsten musste ich auch kicken. Und jetzt haben wir tatsächlich ein episches Battle. Freunde, jetzt wird sich entscheiden, wer das erste Vitamine sagt, gewinnen wird. Wird es einmal Doritos Craftmax sein mit seiner coolen Laserbrille und seinen faszinierenden Bambusstock? Oder wird es Tim sein, der schweben kann und der Master im PvP ist? Das, Freunde, werden wir jetzt genau herausfinden. Vitamine sagt, ihr macht jetzt ein episches Kampfbattle in 3, 2, 1. Fight! Los geht's! Das ist das Finale und wer wird das Finale gewinnen und... Warte mal, Tim? Schon wieder? Hey, der hat jetzt alle Battles gewonnen! Und da musste ich mich leider von dem Letzten auch verabschieden. Damit haben wir tatsächlich einen Vitamine-Sack-Gewinner. Und ich würde dir jetzt gerne eine Krone geben, aber es gibt keine. Aber auf jeden Fall bist du der Gewinner des ersten Vitamine-Sack. Freunde, ich würde sagen, wenn ihr gerne mal mitmachen wollt bei Vitamine-Sack, kommt jetzt in meinen Discord. Lasst auf diesem Video einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, dass es euch gefällt. Vergesst nicht, kostenlos abonnieren und dann sehen wir uns morgen beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.